In diesem Video möchte ich die Osmo Action 4 mit den Videofunktionen des iPhone 14 Pro vergleichen, aber auch ein paar Solo-Tests mit der Osmo Action 4. Beginnen möchte ich gleich mit einem kleinen Tipp zur Fotografie mit der Osmo Action 4, und zwar geht es um den Timer. Fotos ohne Zeitverzögerung würde ich jetzt unbedingt nicht machen, weil den Shutter zu drücken ist halt verdammt schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob 0,5 Sekunden Verzögerung oder ein Countdown von 1, 2, 3 Sekunden besser ist. Ist halt die Frage. Also wenn ich es am Selfie-Stick drauf habe, würde ich wahrscheinlich einen Countdown von 3 Sekunden nehmen, dann kann ich die Kamera noch rausstrecken. Und jetzt kommt der Test in einer kontrollierten Umgebung, nämlich hier in meinem Studio. Ich habe hier die Osmo Action 4, ich habe hier das iPhone 14 Pro auf der Standard-Weitwinkel, am Standard-Weitwinkelobjektiv, und ich habe hier die ZV-E1 mit dem 16 bis 35 mm 2.8 Objektiv. Das ist mein Studio-Setup. Ich habe hier ein kleines Hairlight oder Backlight, weil rückwärtige Belichtung immer gut ausschaut. Ich habe hier mein super tolles Mikrofon, und weil ich hier drei verschiedene Kameras habe, um das Ganze synchronisieren zu wollen, ja, muss ich das in der Postproduktion machen. Um festzustellen, welche Kamera für welchen Zweck ganz gut geeignet ist, habe ich mir gedacht, ich fange hier mit einem Studio-Setup an, weil viele sich einfach auch vorstellen können, also ich konnte es mir vorstellen, vielleicht kannst du das auch, dir mit einer Action-Kamera hier im Studio zum Beispiel als B-Cam zu verwenden oder als Top-Down-Kamera oder was auch immer. Und ich habe hier nur ein großes Licht und eben das kleine LED-Licht da hinten, was mir einfach hier die Schultern und die Haare beleuchtet. Die Osmo Action ist auf Horizont Balancing, weil ich das nicht dauernd ein- und ausschalte. Das iPhone 14 Pro ist auf der Standard-Weitwinkellinse und die ZV-E1 ist auf ca. 21 mm Brennweite eingestellt. Wie schaut die Qualität aus? Ich meine, das iPhone 14 Pro filmt mit der Native-Kamera, die Osmo Action 4 in 10-Bit D-Log M und die ZV-E1 in S-Log 3 Eskamo-Sinne. So, das ist jetzt das Bild von der Osmo Action 4 in D-Log M, unbearbeitet, und so schaut es bearbeitet aus. Das ist das Video-Footage, also die Aufnahme vom iPhone 14 Pro, unbearbeitet und bearbeitet. Und das ist die Aufnahme von der ZV-E1, unbearbeitet und bearbeitet. Aber um es ganz fair zu machen, werde ich jetzt das iPhone auch auf ultraweit einstellen. So, jetzt habe ich das mal umgestellt. Also ich sehe jetzt schon, und dafür benutze ich hier diesen Spiegel, dass das iPhone 14 Pro ein relativ helles Bild hat. Schaut eigentlich gar nicht so unansprechend aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Qualität ist, wenn ich das jetzt an einem Computer lade, weil ich filme ja mit der 0,5 mit der Ultraweitwinkelkamera, und da ist die Qualität einfach nicht so gut. Aber schaut einmal nicht so schlecht aus. Und das Bild von der Osmo Action 4 schaut jetzt auch eigentlich nicht schlecht aus. Ich werde auf jeden Fall die beiden Kameras mit rausnehmen und unter verschiedenen Lichtverhältnissen testen und Modis testen, auch was den Action-Modus angeht und die Stabilisierung von iPhone im Vergleich zu Action 4. Ist auf jeden Fall ein lustiges Setup, was ich da habe. Ich habe mir gedacht, weil so viele YouTuber diesen Platz hier nutzen in St. Marx, habe ich mir gedacht, ich nutze ihn dieses Mal auch, und zwar für ein Review oder beziehungsweise einen Vergleich vom iPhone 14 Pro und der Osmo Action 4. Und ich habe mir beide hier auf ein kleines Rig gebastelt. Das iPhone 14 Pro habe ich auf der Ultraweitwinkelkamera, also mit 0,5-fach Zoom, und die Osmo Action 4 ganz normal 4K 25 Bilder pro Sekunde, allerdings in Horizont Balancing, weil das in 4K 25 die beste Stabilisierung ist. Und im Moment brauche ich auch keinen Action-Modus vom iPhone. Ich will jetzt einfach nur mal schauen, die Sonne ist fast am Untergehen, wie ist die Videoqualität. Auf der ZV-E1 habe ich jetzt auch das Autoframing drauf, somit kann ich mich ein bisschen bewegen. Die Sonne kommt hier von hinten, das ist die Osmo Action 4 und das ist das iPhone 14 Pro auf der Ultraweitwinkelkamera. Wie ist der Ton auf der Osmo Action 4? Wie ist der Ton auf dem iPhone 14 Pro? Jetzt haben wir noch ein besseres Licht. Wir haben jetzt die Sonne genau da hinten. Und das ist die Osmo Action 4 und das ist das iPhone 14 Pro in der Ultraweitwinkelkamera. Wie ist jetzt der Ton? Ich bewege mich hier auch ein bisschen. Ja, ich halte es hier
eine Armlänge entfernt. Wie man es hier schön auf der ZV-E1 auch sieht. Wenn ich hier ein bisschen shake die Kamera, die Osmo Action 4 scheint das hier durch das Horizon Balancing wirklich schön auszugleichen. Mein bis 45 Grad ist es überhaupt kein Problem. Das iPhone 14 Pro habe ich jetzt auch nicht im Action-Modus drinnen. Das könnte man eigentlich einmal einschalten. So, jetzt haben wir auch den Action-Modus vom iPhone 14 Pro drinnen. Wie ist der Ton auf der Osmo Action 4? Wie ist der Ton am iPhone 14 Pro? Geben wir hier einen 8er, sonst sieht man schlecht. Also auf der Osmo Action habe ich Horizon Balancing, am iPhone 14 Pro habe ich den Action-Modus. Sonne von hinten, Sonne von der Seite, Sonne von vorne, wie ist das Bild? Was mir hier sofort auffällt, ist, dass das iPhone einen etwas künstlicheren Look hat, aber es schafft es auch vorne das Bild heller zu machen, selbst wenn das Licht von hinten kommt. Die Osmo Action 4 wirkt dafür etwas natürlicher und ich habe auf der Osmo Action 4 auch die Möglichkeit, manuell noch die Schärfe und die Noise Reduction einzustellen. Das macht es mir einfacher in der Postproduktion, weil ich kann in der Postproduktion dann diese Sachen hinzufügen, wenn ich möchte, und es lässt das Ganze etwas natürlicher wirken. Ja, natürlich, vom Bild her schaut hier auf den ersten Blick das iPhone besser aus, weil einfach die Belichtung besser passt oder weil die Software am iPhone das einfach besser rechnet. Aber die Osmo Action 4 wirkt dafür natürlicher, würde ich das Ganze mit einem Backlight, mit einer normalen Kamera, wie der ZV-E1 zum Beispiel, filmen, wird das Bild genauso ausschauen. Ja, auf der Osmo Action 4 filme ich mit D-Log M, 10-Bit, und auf dem iPhone 14 Pro in Dolby Vision, das ist auch 10-Bit, in HDR. So, ich gehe hier etwas schneller. Wirklich, das ist ein Schnellgehen. Wie ist die Videoqualität? Wie ist das Stabilisieren und das Wackeln? Ich komme mir urblöd vor irgendwie. Da ist ein riesiger Platz und ich renne da wie gestört auf und ab. Jetzt wird gelaufen. In diese Richtung. Also, wir laufen. Oh, da wackelt schon sehr viel mehr. So, bisschen in die Richtung, bisschen in die Richtung. Ich tausche die Kamera mit den beiden Kameras. So, hier filme ich in 10-Bit D-Log M und das ist einfach nur Dolby Vision HDR 4K 25 Bilder pro Sekunde. Eigentlich ein nettes Rig. Was ich halt an der Action 4 so mag, ist, dass ich eben einen Frontscreen habe und mit dem kann ich genau sehen, was ich filme oder was ich nicht filme. Wie ist der Ton von der Osmo Action 4? Wie ist der Ton vom iPhone 14 Pro? Jetzt drehe ich das iPhone 14 Pro in den vertikalen Modus. Der Vorteil bei der Osmo Action ist, ich brauche die einfach nur mit dem Case hier kippen. Das ist der Ton von der Osmo Action 4. Das ist der Ton vom iPhone 14 Pro. Es ist ein wahnsinnig schöner Platz. Muss ich schon sagen. Riesengroß. Und falls du noch nicht weißt, was da hinkommt auf dem Platz. Hier auf dem Platz kommt die neue Stadthalle hin. Ich glaube, 2025 fangen sie an zu bauen. A few moments later. Ich glaube, wir wollen heute am Abend sogar ein Open-Air-Kino anschauen. Wow! Die Osmo Action 4 hat schon überhitzt. Na schau, die ZV-E1 filmt immer noch, obwohl ich eigentlich geglaubt habe, dass die überhitzt. Na, die ist auch schon ziemlich warm. Es ist 18.25 Uhr. Die Sonne scheint wirklich voll aufs Gerät. Gerät überhitzt, Aufnahme gestoppt. Na, wie geil. Aber sie funktioniert immer noch. Vielleicht habe ich auch ein Montagsgerät. Wer weiß. Das ist ja blöd. Ja, das Gerät hat überhitzt und hat mir auch gesagt, innerhalb von ein paar Minuten. Ich kann die Aufnahme nicht neu starten, nicht einmal nach 2 Minuten Ruhephase oder so. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, wenn man den Schutzrahmen runternimmt, dann kriegt das Teil etwas mehr Luft und dann kühlt es auch etwas schneller aus. Was mir an der Osmo Action 4 allerdings sehr wohl gefällt, ist, dass es so einfach ist, mit dem zu vloggen. Ja, wir sind hier gleich auch im Schatten. Also eigentlich sind wir schon im Schatten. Wie ist da die Bildqualität? Wie ist die Tonqualität? Wenn ich schon von unterschiedlichen Lichtverhältnissen spreche, dann ist wohl der Autotest der wichtigste Test. Was ich mir hier noch besorgen muss, ist ein Saugnapf. Da reden wir doch über die extrem unterschiedlichen Lichtverhältnisse in einem Auto. Ich meine, draußen ist es super hell, ja? Drinnen ist es meistens eher dunkel und schattig. Die Frage ist allerdings auch, wie ist der Ton? Ich meine, ich halte die Kamera jetzt eine Armlänge entfernt. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Bildqualität der Osmo Action 4 im Auto.
Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Wasser an. Ein bisschen laut ist. Keine Ahnung, ob man mich gut versteht. Aber ich bin hier im Kaiserwasser in der Alten Donau schwimmen. Mit der Osmo Action 4. Und ich muss schon sagen, ja, die ist definitiv wasserfest. Wie ist die Bildqualität? Ich meine, die Sonne geht schon langsam unter. Wie ist die Tonqualität? Es sind halt wahnsinnig viele Kinder da. Unter Wasser sieht man leider nicht viel, weil das Wasser ist ziemlich trüb. Aber eine nette Schwanfamilie haben wir gefunden. Die ist bei uns 2 Meter entfernt vorbeigeschwommen. Urgeil. Ja, was ich dir gerade in den Clips verheimlicht habe, ist, dass ich die Audioaufnahmen massiv bearbeiten musste. Und deswegen spiele ich dir jetzt die Osmo Action 4 Originalaufnahme vor und danach gleich noch einmal die Aufnahme bearbeitet. Ein bisschen laut ist, keine Ahnung, ob man mich gut versteht. Ja, was für ein Unterschied, wenn man die Osmo Action 4 nämlich unters Wasser hält, dann werden die Mikrofone hier, da dringt ein bisschen Wasser ein auf die Mikrofonmembran und dann klingt alles furchtbar dumpf. Aber um das Ganze vor allem jetzt einmal die Bildqualität in kontrollierteren Umgebungen auch zu testen, habe ich einfach hier meinen Whirlpool, der bei uns auf der Terrasse steht, hergenommen und dort tauchen wir jetzt das iPhone und die Osmo Action 4 ein. So, bevor ich mit den beiden Kameras hier baden gehe, müssen wir noch kontrollieren, dass die Osmo Action 4 definitiv wasserfest ist. Dazu schauen wir uns jetzt einmal konkret die Kamera an. Also hier zum Beispiel, wir müssen schauen, dass das hier nicht sichtbar ist. Dann ist sie mal wasserfest. Man sollte auch schauen, dass hinter dem Glas kein Staub ist. Wir haben hier beim Akkufach hier unten einen roten Strich. Wenn der sichtbar ist, ist es auch nicht wasserfest. Das heißt, das müssen wir auch gescheit zumachen. Und auf der anderen Seite, hier unten, haben wir auch 2 rote Punkte. Und wenn die sichtbar sind, auch wenn sie nur ein Teil sichtbar sind, so wie hier zum Beispiel, dann weiß man, okay, das ist nicht wasserdicht. Das heißt, hier wirklich komplett schließen. So, das heißt, wir können hier beide Kameras einfach mal ins Wasser halten. Hier machen wir auch Weitwinkel, drücken bei beiden auf Aufnahme. Gut, wie ist die Transition in den hellen Bereich? Nochmal rein und raus. Wie ist der Ton am iPhone? Wie ist der Ton auf der Osmo Action 4? Also ich weiß, dass hier die Mikrofone wahrscheinlich mit Wasser belegt sind. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so cool mit der Osmo Action 4. Und mit dem iPhone, ich kann gar nicht sagen, wie es ist, weil die Mikrofone hier, also iPhone ist einfach auch ein leierndes Gerät. Ja, die Tonqualität ist bei beiden sehr bescheiden und auch bei der Bildqualität. Ich meine, das Bild ist super, aber beide Geräte, sowohl die Osmo Action 4 als auch das iPhone 14 Pro, haben Schwierigkeiten mit dem Auto-White-Balancing. Das heißt, besser wäre es hier eigentlich ein Custom White Balance einzustellen. Ja, obwohl das iPhone nicht kaputt geht, wenn man es ins Wasser hält, kann es doch zu Problemen kommen. So habe ich zum Beispiel Fehlermeldungen bekommen, es wurde Flüssigkeit entdeckt bei den Lightning Connector, das ist da unten. Wenn man das iPhone zum Beispiel laden will mittels Lightning Kabel und einer Powerbank oder am Netz, Apple hat hier irgendwie eine Funktion drinnen, die erkennen kann, ob hier noch Flüssigkeit vorhanden ist und deaktiviert dann die Pins für diesen Lightning-Connector und dann funktioniert dann einfach das Laden nicht. Man kann leicht hinten drauf tippen am iPhone und hoffen, dass das Wasser hier rauskommt oder erst das Handy einfach so aufstellen und für ja, ein paar Stunden trocknen lassen. Natürlich trocknen lassen. Auf keinen Fall soll man es in Reis eintauchen oder mit einem Föhn trocknen oder sowas. Das wird alles nur noch kaputt machen. Bei mir hat es dann nach Stunden wieder funktioniert zum Laden. Ich hoffe, es bleibt doch so. Das ist halt der Unterschied zu Osmo Action 4. Die Osmo Action 4 ist halt bis 18 Meter ohne zusätzlichen Gehäuse wasserfest. Kein Problem. Das Einzige, was man halt hier eben hat, wie beim iPhone, ist, dass die Membran, die Lautsprechermembran und die Mikrofonmembran hier einfach ein bisschen belegt ist und sich alles dann dumpf anhört. Also wenn man es direkt ins Wasser nimmt, dann sollte man vielleicht das interne Mikrofon nicht gleich auch zum Vloggen danach benutzen. Der nächste Test betrifft rein die Osmo Action 4 und zwar möchte ich hier die 5 verschiedenen Arten der Stabilisierungen durchgehen und zwar Off, also Stabilisierung aus, Rocksteady, Rocksteady Plus, Horizont Balancing und Horizont Steady.
einen wirklichen Unterschied zwischen Rocksteady und Rocksteady Plus habe ich jetzt nicht gesehen, auch nicht zu Horizon Balancing. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann würde ich dir Rocksteady Plus empfehlen. Das croppt allerdings etwas mehr rein als das normale Rocksteady. Und wenn du oft die Osmo Action hier auf einen Selfie-Stick drauf hast und den von einer Hand zur anderen Hand übergibst, dann kann es sein, dass man den so übergibt. Und dann ist dieses Horizon Balancing ganz gut. Horizon Steady empfehle ich jetzt nicht unbedingt, es sei denn, man macht dauernd irgendwelche Saltos und Loopings und oder mit dem Flugzeug und will hier immer ein gerades, horizont ausgerichtetes Bild haben und dir ist auch noch 2,7K ausreichend, dann ist Horizon Steady auch ganz okay. Also für mich persönlich, ich benutze beim Vloggen Horizon Balancing, weil ich es nie mehr als 45 Grad kipp. Sonst ist alles okay. Eins meiner Anwendungsgebiete für die Osmo Action 4 ist vor allem das Behind-the-Scenes-Vloggen. Wenn ich meine Fotobox mache, zum Beispiel wenn ich am Zentralfriedhof gehe, um Wildtiere wie Eichhörnchen, Rehe, was auch immer, Hamster, vielleicht finde ich mal Füchse auch oder einfach nur Vögel fotografiere. Für diesen Zweck habe ich mir die Neckhalterung von DJI für die Osmo besorgt, aber ich glaube, es gibt auch eine von Telesyn. Das heißt, man muss sie nicht unbedingt so marken. Die legt man einfach um den Hals und dann setzt man einfach die Osmo Action drauf, hier auf den Schnellverschluss und kann schon loslegen. Und ein paar dieser Aufnahmen zeige ich dir jetzt. Da haben wir ein Reh, da haben wir zwei Rehe. Und da hinten liegt auch noch eines. Ist das geil? Das sind drei Rehe. Und da vorne liegt noch eines, das wollen wir sehen. Außerdem kann man super leicht mitfilmen, wenn man sich das um den Hals hängt und mit der Vespa eine Tour macht, zum Beispiel den Kalmberg rauf. Oder wenn man mit dem Hund spazieren geht. Das ist schon heftig. Naja, wieso geht da nichts weiter? Vielleicht warten sie auf irgendwelche Teile oder so. Auf einem neuen Balkon zum Beispiel, oder was? Ja. Auch am Kirtag mitfilmen mit der Osmo Action am Selfie-Stick ist überhaupt kein Problem. Da gibt es eine Warteschlange. Hey. Oder wenn man mit der Osmo Action ganz herkömmlich vloggen will. Und da ist der Meister Schokolatier. Wie geht's da? Hungrig. Hungrig. Und was isst du jetzt gleich? Einen Falafel Wrap. Von? Berliner Babo. Was mir aber aufgefallen ist, vor allem in schlechten Lichtverhältnissen, wenn man Stabilisierung Rocksteady, Rocksteady Plus oder Horizon Balancing eingeschalten hat, in dem Fall habe ich Horizon Balancing eingeschalten gehabt, dann kann es sein, dass das Bild einfach anfängt so zum Zucken. Um den hier entgegenzuwirken, bin ich jetzt einfach hergegangen und habe hier ein paar Einstellungen vorgenommen. Und zwar habe ich meinen Shutter oder meinen Shutterbereich von 1/100 bis 1/8000 gestellt anstelle von 1/25 bis 1/8000 und meinen ISO-Bereich von 100 bis 1600. Der erhöhte Shutterbereich sollte eigentlich verhindern, dass in schlechteren Lichtverhältnissen es zu solchen komischen Zuckungen kommt. Nach den Änderungen hat es bei mir ganz gut funktioniert.
bin ich mit der Osmo Action 4 sehr zufrieden. Es ist halt eine Videokamera, dezidiert, es ist zwar eine Actionkamera, aber es ist dezidiert eine Videokamera mit einem Sensor und einem Objektiv und die Software, die dahinter ist, ist alles nur zum Filmen. Im Gegensatz zum iPhone, das iPhone, mit dem kann man ins Internet gehen, mit dem kann man Videos schauen, mit dem kann man spielen, mit dem kann man Fotos machen, mit dem kann man Videos machen, mit dem kann man telefonieren. So viel mehr steckt in diesem iPhone drin. Ich meine, das iPhone ist super und man hat es auch immer mit. Aber ich finde es gut, dass man hier eine dezidierte Videokamera hat, die vor allem auch nur ein Drittel von dem, mindestens ein Drittel von dem kostet, was das iPhone kostet. Wie ist deine Meinung zu meinen Tests? Schreib mir unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ciao.